des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, die Glocken schweigen. Der Altar ist nicht geschmückt. Wir kommen nicht als Gemeinde zusammen wegen der Pandemie. Trotzdem gedenken wir heute des Todes Jesu Christi am Kreuz. Wir versuchen zu begreifen, wie Gott selber das Leiden auf sich nehmen konnte und den Tod durchbrochen hat. So schreibt der Evangelist Johannes: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Herr Jesus Christus, du hast auf dich genommen, was kein Mensch ertragen kann. Sie haben dich verspottet, dir ins Gesicht gespien und ein Kreuz aufgeladen. Herr, du hast auf dich genommen, was kein Mensch verstehen kann. Auf deine Macht hast du verzichtet, dich der Gewalt wehrlos ausgeliefert. Daran denken wir heute, können es kaum ertragen, kaum verstehen. So bitten wir dich, komm auf uns zu und lass uns deinen Trost in der Tiefe finden. Amen. Wir hören das Evangelium für den heutigen Karfreitag bei Johannes im 19. Kapitel. Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht und von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie den Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Und nun, da Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Liebe Gemeinde hier in Fischbach, liebe Schwestern und Brüder, und neigte das Haupt und verschied, so endet das heutige Evangelium. Jesus stirbt, unter Qualen scheidet er aus dem Leben. Trauer ist angesagt, es ist Karfreitag. Das Leben verstummt, was soll man auch sagen beim Tod? Wenn Trauernde ans Grab treten, finden sie auch kaum Worte. Als Jesus starb,
waren seine Vertrauten erschüttert und sprachlos. Sie konnten nicht begreifen, was da geschehen war, geschweige denn ausdrücken, was sie empfanden. So waren sie heilfroh, als sie auf das Lied stießen, das sie herausholte aus ihrer Sprachlosigkeit. Ein Lied überliefert vom zweiten Jesaja. Es gab wieder, was sie fühlten. Es kleidete in Worte, was sie selbst nicht sagen konnten. Es war so nahe dem, was sie gerade am Hinrichtungshügel auf Golgatha erlebt hatten, dass sie die Worte nachsprachen, wieder und immer wieder, bis sie ganz eng mit der Leidensgeschichte Jesu verknüpft war. Wir hören aus Jesaja 52 und 53. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. So wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, den er geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist das Lied vom Knecht Gottes, ein Leichenlied, ein Nachruf auf einen Toten. Es beschreibt, wer der Verstorbene war und was für ein Leben er hinter sich gebracht hatte. Dabei kommt Seltsames zutage. Nichts Gutes wird berichtet, wie es Angehörige gerne hören in einer Traueransprache, sondern Schlimmes, was man niemandem wünscht. Sein Äußeres war abstoßend. Er hatte ein entstelltes Gesicht, entstellt von Krankheit und Schmerzen. Die anderen blickten zur Seite, wenn sie ihn sahen. Sie gingen ihm aus dem Weg. Sie verachteten und verabscheuten ihn. Ihm konnte man alles anhängen. Er wurde gequält, er wurde geschlagen, durchbohrt, so lange, bis er tot war. Er wurde verscharrt, wie man Verbrecher und Hingerichtete im Morgengrauen unter die Erde bringt. Davon erzählt dieses Leichenlied. Sehr befremdlich, warum schweigt man nicht, wenn er so hässlich war? Warum lässt man ihn nicht ruhen, als er endlich im Grab verscharrt ist? Halte den Anblick aus, sagt das Lied vom Gottesknecht. Bleib nicht an der Oberfläche hängen. Wir haben uns alle getäuscht, wir haben uns alle geirrt wie Schafe. Er wurde verachtet. Ja, er wurde von den Menschen gemieden. Ja, er war ein Mann voller Wunden. Gewiss, aber es geschah um unsretwillen. Es hatte also einen Sinn, dass es diesen Menschen gab und dass er so etwas durchmachen musste. Deswegen hören wir heute sein Lied. Warum hat dieser Knecht Gottes für uns Bedeutung? Wir wissen sonst nichts von ihm, noch nicht einmal seinen Namen kennen wir. Aber Großes wird von ihm gesagt. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen.
Als Jesus am Kreuz so kläglich starb, gescheitert an seiner Botschaft von der Liebe Gottes, als die Frauen und die Jünger mit ihm in die Dunkelheit gezogen wurden, als alle Hoffnungen zerbrachen, da erinnerten sie sich an diese Worte aus dem Jesaja-Buch. Da war es vielleicht ganz gut, dass der Gottesknecht keinen Namen hatte. Ihnen wurde nach und nach bewusst, das war Jesus. Die alte Schrift, sie spricht von seinem Leiden und von seinem Sterben. Ja, er, der unschuldig dort am Kreuz stirbt, der doch Gott so nahe war wie sonst keiner, der nimmt alles Leid der Welt mit sich ans Kreuz. Jesus, der Sohn Gottes, gekreuzigt auf dem Müllplatz vor der Stadt. Er nimmt unseren Müll an sich, damit wir leben. Er, der keine Sünde getan hat, der mit seinem Vater im Einklang gelebt hat, der musste den Tod eines Sünders sterben. Wie kann das sein? Weil Gott mit ihm ist, haben die ersten Christen bekannt. Gott war mit ihm, als er dort am Kreuz hing. Wir haben das nicht erkannt, aber mit Jesus Christus ist Gott selber durch den Tod hindurchgegangen. Und deswegen geht vom Kreuz das Heil aus. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er ist gestorben, damit wir Frieden hätten. Vor allem nach Ostern wurde der christlichen Gemeinde immer bewusster. Jesus ist nicht einfach unschuldig als Verbrecher gestorben. Sein Tod hat Heilsbedeutung für uns, damit wir Frieden hätten. Das alte Jesaja-Wort über den leidenden Gottesknecht hat ihnen geholfen, das fast Unbegreifliche zu bekennen. Er ist für uns gestorben. Noch ein zweites. Wenn wir auf den gekreuzigten Christus schauen, dann dürfen wir Trost erfahren. Deswegen gibt es so viele Darstellungen von der Kreuzigung, die eigentlich etwas ganz Schlimmes ist. Die schlimmste Art, jemanden umzubringen. Wir sollen also auf Christus, auf den Gekreuzigten schauen, sagt uns das Jesaja-Wort in seinem tiefsten Sinn. Schau auf das Kreuz, auf den leidenden Gottesknecht. Da hängt Gott selber. Er geht durch die Not, die dich quält. Er erleidet deine Krankheit. Sein Kreuz steht auf der Müllhalde, dem ganzen Dreck und der Schuld der Menschen. Er erträgt sie und er trägt sie. Siehe, mit diesem Wort beginnt das Gottesknechtslied. Schau hin. Einer, der genau hingeschaut hat, voller Mitgefühl. Das war der Künstler Matthias Grünewald im 16. Jahrhundert. Von ihm stammen die Bilder des Isenheimer Altares, der heute in Colmar steht. Christus am Kreuz. Ein Leidender, schmerzhaft und schockierend ist der gemarterte Körper. Mich selber hat noch nie ein Bild so beschäftigt und mitgenommen und überwältigt wie dieses. Einen Ausschnitt sehen wir hier. Der Altar stand in einem Kloster der Antoniter, ein Kloster, das zugleich Spital war, voll von Menschen mit schweren Krankheiten, vor allem Hautkrankheiten. Antoniusfeuer, die schlimmste, hervorgerufen durch ein kleines Korn im Getreide, das Mutterkorn. Unerträgliche Qualen entstanden daraus, Brennen in den Händen und Füßen. Die Kranken, sie wurden fast irrsinnig vor Schmerzen. Sie hatten schreckliche Wahnvorstellungen. Nach langem Leiden kam schließlich der Tod. In ein Spital hat man dieses Bild gestellt. Die Elenden blicken auf ein Bild ihres eigenen Elends. Denn so wie der Leib des Gekreuzigten auf dem Altarbild zu sehen ist, so sahen auch ihre Körper aus. Und genau darin liegt der Trost, den der Maler den Kranken im Antoniusspital vor Augen malte. Jesus Christus
Gott selber einer von euch. Was auch immer mit euch geschehen mag, er kennt euer Elend. Er hat es am eigenen Leib erlitten. In seine Dornenkrone sind die Dornen eurer Schmerzen hineingewunden. Er hat sie getragen und deshalb trägt er auch euch hindurch. Liebe Karfreitagsgemeinde, das Leid ist nicht einfach weg. Die Kranken vor dem Isenheimer Altar wurden nicht einfach gesund. Gott sei Dank kann man heute vielen kranken Menschen helfen. Aber das Leid, es bleibt. Ein Besuch in den Elendsvierteln dieser Welt, aber auch auf einer Krebsstation oder Intensivstation in einem unserer Krankenhäuser, führt uns das brutal vor Augen. Aber Gott ist bei uns im tiefsten Sinne des Wortes. Er teilt unsere Leiden, er trägt sie mit. Wenn wir das gar nicht spüren können in unserem Leben und auch gar nicht glauben können, wie sollen wir das uns mit unserem Verstand auch vorstellen können? Die Menschen, die an der Müllhalde am Hinrichtungsplatz vorbeigingen, die diese erbärmliche Gestalt am Kreuz hängen sahen, vielleicht hatten sie Mitleid, vielleicht war ihnen auch egal, was sie da sahen. Vielleicht haben sie ihn gar verspottet, dass er so blöd war, an die Liebe Gottes zu glauben, dass er den Mund nicht gehalten hat. Die Menschen haben in diesem Gefolterten nicht die Barmherzigkeit Gottes erkannt. Und auch die Frauen und Jünger haben zunächst nur gesehen, dass er gescheitert war. Erst nach der Auferstehung gingen ihnen wirklich die Augen auf. Und das Gottesknechtslied, unser heutiges Wort, hat ihnen geholfen zu verstehen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für denen, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Karfreitag heißt, den Anblick des gekreuzigten Jesus Christus auszuhalten, sich hineinversenken in das, was geschehen ist, und anzunehmen, dass es für mich geschehen ist. Gott ist für mich gestorben. Das K in unserem Karfreitag heute kommt eigentlich aus dem Altdeutschen und heißt Trauer. Trauerfreitag. Warum dieser Name? Weil wir heute das Gedächtnis des Todes Jesu begehen, wie es in unserem Abendmahlswort überliefert ist. Wir halten still, wir arbeiten nicht und wir bedenken, was Gott für uns getan hat. In England und Amerika heißt dieser Tag Good Friday, der gute Freitag. Und das ist er auch. Das Schreckliche, was an diesem Tag geschehen ist, ist für uns geschehen. Deswegen ist dieser Trauertag auch für uns ein Good Friday, ein guter Freitag. Amen. Als auf Jesus Schulter von der Welt verflucht, war zum Baum des Lebens und bringt gute unsere Fahrt, Friede unsere Herzen.
Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. Doch der Himmel fragt uns, warum zweifelst du? Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr. War zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du an unsere Stelle getreten bist. Durch dein Leiden und Sterben für uns, für mich. Schuld und Versagen müssen uns nicht mehr ewig belasten. Danke, Herr Jesus. Deine Liebe übersieht keinen, keinen Verbitterten, keinen Enttäuschten, keinen Verzweifelten, auch mich nicht. Zu dir darf ich kommen, du verstehst mich. Du weißt, was es bedeutet, unter den Zwängen dieser Welt zu leben. Was es heißt, täglich zwischen falsch und falsch wählen zu müssen. Du bist einer von uns geworden. Danke, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Du wurdest verraten und verurteilt. Wir werden freigesprochen. Du hast unsere Last ans Kreuz getragen. Wir können wieder aufatmen und neu beginnen. Wir sind frei. Wir können deine Liebe weitergeben, ohne dass wir Angst haben müssen, dabei zu verlieren. Wir geben ja nur weiter, was wir von dir empfangen haben. Danke, Herr Jesus. Amen. So geht nun in diesen Karfreitag mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.